Folgendes Ziel für heute, liebe Kämpfer und Kämpferinnen. Wir werden viel mit vorderen Beinen kicken. Das heißt, bleib dran, wichtigste, mach mit. Durch diese Zeit muss man fit durchkommen. One-Two-Punch hilft dir dabei, dass du bisschen fit bleibst. Und nach der Krise kommt ihr zum Training und dann wird alles wunderbar. Das heißt, viel Spaß dabei. Okay Leute, 10 Minuten für Aufwärmung. Wichtig, heute viel Kicks, so wie immer. Deswegen, wir machen gleich unsere Fußgelenke schön warm, so dass wir gut kippen können. Ja? Locker Knie schön drehen. Locker, sanft und andersrum. Nochmal, sehr schön. Immer schön bewegen, so dass die Knie sich gut fühlen dabei. Ja? Jetzt machen wir ein bisschen locker, schütteln wir das hin und her aus. Dasselbe mit der anderen Seite. Wunderbar. Jetzt heben wir das Bein und drehen wir nur den Handgelenk. Fußgelenk natürlich. Das gleiche auf der anderen Seite. Locker drehen. Wunderbar. Noch einmal wiederholen. Super macht ihr das. Und noch einmal. Und schon hier machen wir ein bisschen Gleichgewicht. Sehr schön. Okay, jetzt machen wir große Stellung und dann drehen wir das Knie so aus. Eins, zwei, drei. Andersrum. Eins, zwei und drei. Das gleiche noch einmal, nur auf der anderen Seite. Eins, zwei und drei. Andersrum. Eins, zwei und drei. Wunderbar. Locker Hüfte. So wie letztes Mal. Wenn wir kicken, muss unsere Rückenmuskulatur hinten auch gut aufgewärmt sein, damit wir gut treten können. Drehen wir uns und machen ein bisschen Bewegung, Nachbewegung, so dass die Rückenmuskulatur sich wirklich schön aufwärmt. Wunderbar. Noch einmal und noch einmal und letzte Mal. Wunderbar. Jetzt stellen wir uns hier und laufen wir kurz vor und laufen wir kurz zurück, gehen wir hoch und automatisch machen wir schöne Kniebeuge, gehen wir nach vorne, gehen wir zurück und stellen wir uns. Eins, zurück und stellen. Zwei, zurück und hinstellen. Drei, zurück und hinstellen. Vier, nach vorne, hinstellen. Fünf, nach vorne, hinstellen. Und sechs und hinstellen, noch zwei und acht, hinstellen und neun, hinstellen und letzte Mal zehn und hinstellen. Sehr gut. Wir laufen auf der Stelle, locker hüpfen wir, Beine, das ist sehr schön, ganz entspannt. Locker, locker. Jetzt machen wir dasselbe, nur wir versuchen unsere Hüfte ein bisschen zu drehen, ein bisschen Bauchtanz zu machen. Sehr schön. Jetzt wieder auf der Stelle schön laufen. Wenn ich spreche, ist es immer sehr schwierig, noch zu trainieren, aber für euch ist es ganz einfach. Mit Nase ruhig atmen und dann läuft alles wunderbar. Sehr schön. Wir gucken, wir haben noch 6 Minuten, die nutzen wir schön aus und dann fangen wir an. Wunderbar. Locker Beine schultern, ganz entspannt bleiben. Sehr schön. Jetzt auf der Stelle, linke Bein vorne und einfach hochheben. Okay, das Bein schön nach oben ziehen. Ohne zu hüpfen erst einmal. 10 Stück. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechsel. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wechsel. Jetzt mit locker Step. Dasselbe. Und los, zusammen hüpfen. Za, ha, du, ze, ne, das, jos, ego, jol, aho, jol. Wechsel. Ha, du, ze, ne, das, jos, ego, jol, aho, jol. Wunderbar. Wunderbar gemacht. Ganz locker ausschütteln. 1, 2, 3 und 4. Jetzt machen wir auf der Stelle Kniewechsel. 1, 2, 3, 4. Okay. Ganz easy. Stehen bleiben. Knie hochziehen. Los, 10 Stück. 1, 2, 3, 4. Das. Jos. Igo. Jodol. Ahop. Und Jol. Wunderbar. Locker Beine ausschütteln. Ein bisschen auf der Stelle hüpfen, so dass wir immer in Bewegung bleiben. Das ist ganz wichtig. Wir wollen nicht lange trainieren, aber schön durchziehen, dass wir jede Minute ausnutzen. Dasselbe machen wir jetzt mit Knie. Immer wieder hochziehen, aber aus der Step-Position, okay? 20 Stück, also 10 Mal pro Seite. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Hana, du, se, ne, das, jos, ego, jol, aho, jol. Wunderbar. So ist das wunderbar. Genau das, was wir haben wollen. Was sagt die Zeit? 3 Minuten. Okay, ein bisschen für Beweglichkeit. Locker Schritt nach vorne, Bein hoch, wieder raus und los. 1 und zurück und 2 und immer Bewegung und 3. Und wieder bewegen. Und 4. Und immer schön. 5. Und 6. Und 7. Und 8. Und 9. Und locker 10. Wunderbar. Das Bein wechseln. Und 1. Schön bewegen. Und 2. Und vorne 3. Und vorne 4. Und 5. Und 6 und 7 und 8 und 9 und locker 10. Wunderbar. Ein bisschen Hopsler, so dass die Wadenmuskulatur, Beinmuskulatur sich schön aufwärmt. Sehr gut. Immer weiter so. Wunderbar. Wir haben noch 2 Minuten, die nutzen wir auch. Die Beine, nehmen wir Beine auseinander und dann schwimmen wir ein bisschen hin und her. 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir die Hände auf die Knie und drücken wir die raus und schwimmen wir zweimal. Und drücken wir die raus und wieder bewegen uns zweimal. Und 1 und Bewegung. Und 2 und Bewegung. Und 3 und Bewegung. Und 4 und Bewegung. Jetzt machen wir 1, 2 und Bewegung. 3, 4 und Bewegung. Okay? Locker bewegen und runter. 1, 2 rausgehen. 3, 4, rausgehen. Zweite Mal. 1, 2, locker bewegen. Und 3, 4, locker bewegen. Nummer 3. 1, 2, locker bewegen. Und 3, 4, locker bewegen. Nummer 5, 4, 1, 2, locker bewegen. Und 1, 2, locker bewegen. Letzte Mal. Und 1, 2. Locker bewegen. 1, 2. Locker bewegen. Wir gehen langsam hoch.
die Muskeln sind jetzt so ein bisschen voll unterdrückt. Das ist manchmal sehr gut. Jetzt nehmen wir das Bein, ziehen wir nach oben, ziehen wir nach vorne und ziehen wir zur Seite. Dasselbe andere Seite. Ziehen wir nach oben, ziehen wir nach oben und ziehen wir zur Seite. Okay, verstanden? Die Zeit ist um. Letzter Satz nochmal. Eins, halten. Zwei, halten. Drei, halten. Andere Seite. Eins, halten. Zwei, halten. Und stehen bleiben. Drei, halten. Letzte Mal. Eins, nicht wackeln. Zwei, nicht wackeln. Drei, nicht wackeln. Die Matten sind immer leicht beweglich. Deswegen Gleichgewicht zu halten ist schwieriger. Und wenn ihr noch Schuhe anhabt wie ich jetzt, da ist auch der Gleichgewicht ist ein bisschen anders. Okay, wunderbar. Am Anfang, wir bewegen uns locker. Heute wird viel Step-Bewegung sein, nicht wie letztes Mal. Das heißt, schön bewegen. Und erster Einsatz, wir gucken schöne Abcheggi nach vorne, so eine Ab-Milo-Cheggi. Das heißt, wenn ihr von der Seite das sehen könnt, dann machen wir nur kurz so einen Einsatz. Ganz einfach, Vorderbein bremsen, okay? Wir fangen an, stellt euch hin, wir starten. Locker Bewegung, 10 Einsätze. 1, boom. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und 6. Direkt bitte. 7. Und 8. Und 9. Und locker 10. Okay, hier können wir ganz gut sehen, Beinwechsel. Zusammen weiter. Und 1. Und 2. Und 3. Direkt hoch. Und 4. Und 5. Und 6. Direkt Bein. Und 7. Und 8. Direkt. 9. Und 10. Das ist ganz einfach gewesen, wenn ich was von mir habe. Oder einfach in der Luft probieren, dasselbe zu machen. Locker Beine ausschütteln, das war sehr schön. Jetzt machen wir Folgendes, gucken wir. Wir steppen, wir machen Knie hoch und danach machen wir selber Technik. Eins, boom, stehen, okay? Eins, boom, stehen. Vorderbein, wichtig, dass wir direkt hochziehen, ohne Bein nach hinten zu ziehen. Das heißt, ohne Ausholung, direkt. Ziel, verstanden, umsetzen. Wir probieren. Nun los. Eins, bam. Und zwei, bam. Und drei, bam. Und vier, zack. Und fünf, zack. Und sechs, und locker. Und sieben, und locker. Und acht, jawohl. Und 9, jawohl, und locker 10, beim Wechsel Step weiter, und 1, Bewegung, und 2, Bewegung, und 3, Bewegung, 4, Tritt, 5, Tritt, 6, raus, 7, raus, 8, raus, 9, zack, und 10. Und zack. Locker kurz ausholen. Bewegen. Schön ein bisschen eure Rücken leicht machen. Und die Hände ausschütteln. Sehr gut gemacht. Als nächstes folgendermaßen. Wir werden vordere Bein doll treten. Okay? Und sofort packet nach oben gehen. Das heißt, jetzt wird ein bisschen schwieriger, aber schön aus dem Step bewegen. Und jetzt dann und boom, direkt nach oben ziehen, okay? Ganz langsam, später planen wir schneller. Bereitstellen, noch einmal kurz gucken. Dolio, Parkat und wieder Step. Ganze Zeit Step. Auf die Plätze, fertig und los. Eins, boom, Bewegung.
Und zwei. Boom. Und locker drei. Zack. Raus. Vier. Und schön nach oben. Und fünf. Und schön nach oben. Und sechs. Direkt hoch. Und sieben. Direkt hoch. Und acht. Und sofort hoch. Und neun. Sofort hoch. Letzte zehn. Sofort hoch. Locker Beine ausschütteln. Kurzen Moment Pause. Jetzt, da wir Schnee viel bewegen, fällt es uns ein bisschen schwerer. Aber nur weil ich mit euch so viel spreche. Wir machen. Andere Seite. Hier einatmen, ausatmen. Bereitstellen. Locker Step. Satz Nummer 2 für den anderen Bein. Los. 1 und 3. Und 2 und 3. Und 3 und hoch. Und 4 und hoch. Und 5 und hoch. Und 6 und hoch. 7 hoch. 8 hoch. 9 hoch. 10 hoch. Aha! Locker ausschütteln. Ihr wart richtig gut. Hol bitte den Luft. Luft holen. Tief einatmen. Ausatmen. Locker. Kurz. Bewegung. Wunderbar. Jetzt machen wir Folgendes. Wir werden vordere Bein direkt eine Packet-Checky rauswerfen aus der Bewegung. Vordere Bein direkt. Bam! Das Bein ziehen wir raus und sofort kicken wir zum Kopf. Dolly-Checky, Roundhouse-Kick. Wichtig, hier auch. Das ganze Einsatz geht auf das vordere Bein. Das muss zurückgezogen werden und wieder eingesetzt werden. Wichtig, Step, schnelle Bewegung, zurückgehen, bam, nochmal nachsetzen. Das heißt, es wird zweimal zum Kopf gehen, das ist sehr anstrengend. Aber genau das, so wie immer, wollen wir schnell, spritzig und damit unser Training uns was bringt. Bewegung, locker stellen, Einsatz, nochmal eins und eins, Ball hoch, raus, zack, bam und wieder locker bleiben. Und zwei, bei hoch, raus, boom, und wieder locker. Nummer drei, eins, raus, bam, und locker stehen. Nummer vier, eins, raus, boom. Nummer vier, Nummer fünf, eins, raus, boom. Klasse gemacht. Nummer fünf, bei hoch, raus. Pai ho! Locker! Nummer 6. 1. Raus! Boom! Nummer 7. 1. Raus! Bam! Nummer 8. Boom! Bewegung. Nummer 9. Wah! Zack! Pai ho! Letzte 10. Wah! Bei ho! Waha! Locker kurze Pause. Und jetzt guck mal. In der Pause, wir stehen locker und schlagen. Und locker. Boom, eins. Boom, zwei. Stehen. Boom, drei. Locker zu mit. Boom, vier. Und boom, fünf. Das heißt genauso. Bam! Einfach kurz vorne. Und sechs. Bam! Bewegung. Und bam, sieben. Bewegung. Und bam, acht. Und bam, neun. Und locker, bam, zehn. Gut. So haben wir uns ein bisschen in die Ruhe uns gebracht. Durch leichten Schlag nach vorne. Das brauchen wir, das machen wir noch. Jetzt dasselbe mit der anderen Seite. Schön tief einatmen, ausatmen.
Wir starten. Andere Seite. 10 Stück. Locker Bewegung. Einsatz kommt. Und eins. Dolle. Pass rauf. Boom. Zum Kopf. Und wieder stehen. Nummer zwei. Eins. Raus. Bam. Und locker stehen. Und zwei. Paho. Raus. Paho. Das war drei natürlich. Jetzt kommt Nummer vier. Paho. Raus. Pau. Dolle. Nummer 5. Pai hoch. Zack. Pai hoch. Nummer 6. Pai hoch. Zack. Pai hoch. Bewegung. Nummer 7. 1. Raus. Pai hoch. Nummer 8. Pam. Raus. Pai hoch. Nummer 9. Wai. Raus. Pai hoch. Nummer 10. Wai, raus, bei ho. Uha! Kurze Bewegung. Pause. Und wieder unser Schlag. Das heißt, die Hände bleiben schon hier. Kurze Schlag vorne mit Hüfte. Eins, bam. Durch, bam. Set, da. Net, bei ho. Das, bei ho. Jos, bei ho. Hier, bam. Jod, bam. Auf, bam. Jod, bam. Okay. Tief einatmen. Ausatmen. Das ist wunderbar. Wunderbar. Es ist immer uns zu überwinden. Sehr schwer, alleine zu trainieren. Von allem, wenn wir ohne einen Partner oder ohne ein Ziel zu trainieren. In der Luft ist alles viel schwer. Deswegen nutzt das einfach jetzt so aus. Und das Rest kommt alles. Okay. Folgendermaßen. Wir machen jetzt nächsten Satz. Das heißt, wie wir hüpfen. Wie stehen. Erste Packet vordere Bein. Bei ho, dolio. V-Schlag und bam. Manche geschließen. Das heißt, jetzt ist es wichtig, nach V-Schlag, was wir jetzt gemacht haben, das hintere Bein wird einfach nach vorne so kribbelig rübergehen. Warum kribbelig sage ich das? Weil das ist sehr Taekwondo-spezifisch. Für eine Kickboxen oder MMA-Kämpfe natürlich, das ist eine ganz andere Welt. Aber probiert man das einfach, wenn ihr das auch nicht vom Taekwondo kommt, einfach mitzumachen, damit wir alles ausprobieren können und dann könnt ihr eure Technik ein bisschen anpassen. Okay, bereitstellen, vordere Bein packen, Dolio, V-Schlag und dann anziehen. Wir bereitstellen 10 Stück und 1, bam, bam, Faust, boom, rausgehen. Noch einmal, Nummer 2, packen, Dolio, Faust, boom, an, schön schließen. Nummer 3, packen, Dolio, Faust, boom, anschließend Deckung. Nummer 4. 1, 2, Faust, boom. Klasse gemacht. Nummer 5. 1, 2, durcheinander, noch einmal. Nummer 5. 1, 2, 3, boom. Sehr schön. Nummer 6. 1, 2, Faust, boom. Klasse gemacht. Nummer 7. 1, 2, 3, boom. Sehr schön. Nummer 8. 1, 2, 3, boom. Nummer 9. 1, 2, 3, boom. Oh mein Gott. Nummer 10. Komm schon. Und schau. 1, 2, 3, boom. Und lock. Wir bewegen uns und schütteln wir uns aus. Sehr gut gemacht. Sehr schwer. Genau das, was wir brauchen. Guck mal, wie schwer Atmung kommt. Das ist extra, damit ihr seht, wie schwer das ist. Und damit ihr euch noch mehr liebt und
akzeptiert. Das würde werden wir alle. Hauptsache dranbleiben. Ihr hört und trotzdem konzentriert ihr euch dazu, dass ihr schnell eure Atmung unter Kontrolle bekommt. Wir machen das selber auf der anderen Seite. Vorbereitung. Fertig. Wir machen Start mit anderer Seite, ja? Und los. Packt Dolio Faust an. Hat jeder verstanden? Jetzt beginnen wir. Nummer 1. Pam, pam, Faust, Boom, Schlag. Wieder locker. Vorderbein. 1, 2, Faust, Boom, Anschlag. Und wieder locker Bewegung. Nummer 3. 1, 2, Faust, Boom. Anschließen. Nummer 4. Und 1, 2, Faust, Boom. Nummer 5. Bewegung. 1, 2, 3, Bams. Jawohl, 5 Stück durch. Nummer 6. 1, 2, Faust, Boom. Jawohl. Nummer 7. 1, 2, Faust, Bam. Schließen. Nummer 8. 1, 2, Faust, Boom. Schließen. Nummer 9. Jetzt. 1, 2, 3, Boom. Nummer 10. Wasser. 1, 2, 3, Boom. Das kürzeste Moment kann ich sofort ihn kurz aufhalten oder sofort treten, wie auch immer, oder sofort raufbauen. Das heißt, das Vorderbein ist wirklich immer sehr schnell und sehr kurz immer da. Das ist Ziel. Krafttraining, folgendes. Wir machen 1, 2, hoch, leise. Okay? 1, 2, hoch, leise. Leise landen, Knie beugen. Probieren. 10 Wiederholungen. Nummer 1. 1, 2, hoch, ruhig. Nummer 2. 1, 2, hoch, bleiben. Nummer 3. 1, 2, hoch, bleiben. Nummer 4. 1, 2, hoch, bleiben. Nummer 5. 1, 2, hoch, bleiben. Nummer 6. 1, 2, hoch, bleiben. Nummer 7. 1, 2, hoch, bleiben. Nummer 8. 1, 2, hoch, bleiben. Nummer 9. 1, 2, hoch, bleiben. Nummer 10. 1, 2, hoch und bleiben. Wunderbar gemacht. Folgendes. Nächster Einsatz. Am Anfang haben wir schon heute gemacht, nach vorne laufen. Das heißt, wir laufen nach vorne, so wie wir das gemacht haben, machen wir schnell und langsam und dann wieder zurück. Eine schnelle Liegestütze, so dass wir von dem Boden abkommen, landen wir Rücken zurücklaufen, okay? Nochmal Test. Wir laufen vorne, springen wir, landen wir und wieder hoch. Das heißt, Boom machen, okay? Nummer 1. Hopp, ab und locker zurück. Nummer 2. Hopp, hoch, landen, zurück. Nummer 3. Ab, jetzt, fangen, zurück. Nummer 4. Und jetzt, fangen, zurück. Nummer 5. Und jetzt, fangen, zurück. Nummer 6. Hoppa, zurück. Wow, Nummer 7. Und ab, zurück. Immer Beine bleiben auf der Stelle. Nummer 8. Hoppala. Und zurück. Nummer 9. Und zurück.
Oh, Namaste. Und zurück. Wunderbar. Ja. Wie viel Energie, wie wir benutzen, wenn wir das alles kombinierte Übung ausführen. Das ist sehr gut. Okay, Leute. Folgendes. Jetzt ist ganz easy. Wir werden in den Kramposition stehen und jetzt einfach locker 1, locker 2, einfach Hände berühren, okay? Wir halten. 1, 2, bleiben, andere Seite. 1, 2, bleiben, andere. 1, 2, bleiben, nichts. 1, 2, bleiben, nochmal. 1, 2, 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 bleiben, noch 2. 1, 2, bleiben. 1, 2, bleiben. 1, 2, bleiben. Letzte. 1, 2, und bleiben. Locker hinsetzen. Natürlich hinsetzen dürfen wir nicht. Wir müssen aufstehen. Okay. Letzter Einsatz. 1, 2, 3, 4, 5. Schuhu. Ausatmen. Los. 2, 3, 4, 5. Aus. 1, 2, 3, 4, 5. Aus. 1, 2, 3, 5. Aus. Und 1, 2, 3, 4, 5. Aus. Waha. Okay, Leute. Wunderbar gemacht. Nochmal zu unserem Training. Es ist sehr schwierig, wenn ihr mitmacht und nicht direkt korrigiert werdet. Das ist generell, fällt immer sehr schwer für jeden. Für mich, aber genauso wie für euch. Deswegen, macht, soweit ihr kommt. Wichtig, machen. Wenn ihr natürlich mehr trainieren wollt, ihr könnt mich immer anschreiben, Privattraining fragen. Das ist, können wir alles regeln. Die andere Sache ist natürlich, wenn wir jetzt nicht 100% Training machen können, wir müssen versuchen, uns wenigstens ein bisschen zu bewegen. Und dafür bin ich da. Wenn ihr euch ein bisschen bewegt, ihr fühlt euch ein bisschen besser. Und wenn regelmäßiges Training stattfindet, dann ist einfach alles viel einfacher. Und das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht. Hauptsache mitmachen, so dass unser Körper nicht komplett abbaut. Ja? Okay, ihr könnt gerne abonnieren, Like machen und von allem teilen. Jetzt habt ihr mich richtig kaputt gemacht. Ich bin sehr müde. Jetzt muss ich noch für euch schneiden. Aber wir sehen uns bald wieder. Mit euch war wieder ein Bäcker. Bis zum nächsten Mal. Bam, ciao.